Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel VfL Bochum 1848 gegen den SV Sandhausen 1916. Endstand vor 13.821 Zuschauern hier im Vonovia Ruhrstadion 1:0 für den VfL. Ich begrüße die anwesenden Medienvertreter ebenso herzlich wie selbstverständlich unsere Gäste vom SVS und natürlich unsere Fans und Zuschauer in den angeschlossenen Bereichen. Das wäre die Stadtwerke Bochum Lounge, VIP-Treff Nordtribüne und das benachbarte 1848. An meiner Seite die beiden Cheftrainer Robin Dutt für den VfL und Kenan Kocak für den SV Sandhausen. Und wie immer gebührt das erste Wort den Gästen. Herr Kocak, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, erstmal einen schönen Abend an die Medienvertreter. Dann herzlichen Glückwunsch an Robin und an VfL Bochum zu den 3 Punkten. Wir haben in die Partie sehr schlecht reingefunden. Die ersten 35 Minuten waren nicht so, dass wir uns vorgenommen hatten, dass wir es umgesetzt haben. Wir waren zu passiv, wir hatten unseren Block sehr tief, das wollten wir nicht machen. Wir wollten weiter unserer Linie treu bleiben und aggressiv nach vorne verteidigen. VfL Bochum mit ihrer Qualität nicht so ins Spiel reinkommen lassen. Und da waren wir sehr weit weg und auch, wie gesagt, viel löchrig. Und wenn man dann so eine Mannschaft wie VfL Bochum so viele Räume gibt, wie wir in den ersten 30, 35 Minuten, dann ist natürlich auch schwer, da Zugriff zu finden. Da muss alles gut passen. Da haben wir uns aber trotzdem befreit davon. Quäntchen Glück steht es dann 0-0 für uns noch. Also kein Gegentreffer bekommen. Und dann die letzten 10 Minuten waren aus unserer Sicht ganz gut. Wir haben da auch neutralisiert. Halbzeitpause haben wir nochmal besprochen. Und dann kommen wir raus, haben dann nochmal mit Felix Müller einen riesen Chancen am zweiten Pfosten, wo wir mit Entschlossenheit auch in Führung gehen können. Durch eine Slapstick-Standardsituation, wo der Ball dann vom Tesche kommt, geraten wir 0-1 in Rückstand. Da im Gegenzug haben wir natürlich auch Chancen vom Schleusi. 2-3 Mal, wo er einen 16er dringt, wo er den Tick abwartet, wo wir allgemein heute auch vorm Tor die Entschlossenheit vermissen lassen haben. Wir wollten teilweise den Ball ins Tor tragen. Da müssen wir einfach noch zielstrebiger in unseren Aktionen vorm Tor sein werden. Und natürlich symptomatisch dann eben halt die letzte Minute mit dem Lattentreffer. Ich bin der Meinung, dass wir hier 60, 65 Minuten ein gutes Spiel gemacht haben gegen eine gute Bochumer Mannschaft und hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt, aber es ist nicht so. Und insofern 3 Spiele, 3 Niederlage, natürlich kein guter Start für uns, aber auch kein Grund, die Hängeköpfe hängen zu lassen. Ich habe auch der Mannschaft gesagt, wir werden weiter kämpfen, jetzt erst recht, und versuchen in den kommenden Wochen die nötigen Punkte für uns einzuholen. Robin und VfL wünsche ich für die Zukunft alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank. Robin, dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, ich habe das Spiel ähnlich gesehen wie mein Kollege. Ich denke schon, dass wir wirklich tatsächlich die ersten 30, 35 Minuten die Mannschaft waren, die versucht hat, das Spiel zu dominieren. Aber es war sehr schwer, diese Räume zu bespielen, geknackt zu kriegen, weil Sandhausen eigentlich sehr tief stand und sehr organisiert. Und du willst natürlich auch nicht ins offene Messer rennen. Wir haben alle noch im Hinterkopf, wie das in Sandhausen war im Frühjahr, als du dann auf einmal 2-0 hinten liegst. Und du kannst natürlich nicht immer davon ausgehen, dass du dann ein Spiel 3-2 drehst. Und das war vielleicht dann in dieser Phase der oder andere Rückpass zu viel da. Aber natürlich immer haben die Spieler auch im Hinterkopf gehabt, dass du hier auf gar keinen Fall in Rückstand kommen darfst. Und so denke ich schon, war mir die erste Halbzeit die bessere Mannschaft, ohne natürlich, dass es die zwingenden Chancen zu viele davon gab. Ich möchte aber immer darauf hinweisen, uns fehlen einfach mit Thomas Eisfeld, Basti Meier und Sidney Sem gleich 3 Kreativspieler. Das muss ich erst alles mal finden. In der zweiten Halbzeit ging das Spiel tatsächlich ein bisschen mehr auf, weil Sandhausen natürlich mehr nach vorne gemacht hat. Und so waren beiden Strafräumen dann mehr Strafraumszenen da. Und da muss ich sagen, in der Phase hat die Mannschaft unglaublich läuferisch sehr viel geleistet, ist an die Grenzen gegangen läuferisch, hat gefightet bei dem Eckball. Natürlich ist da immer ein bisschen Glück dabei, wenn ein Abpraller im Standard passiert, aber sie haben nachgesetzt, sie haben nicht locker gelassen und haben das 1-0 dann da auch erzwungen, hinten raus mit dem Lattentreffer. Klar, da kannst du natürlich die 3 Punkte wieder abgeben, aber ja, ich darf erinnern, dass vor dem Spieltag der selbstbewusste Sandhausen auf uns wir warten mussten, der am DFB-Pokal so hoch gewonnen hat und wir so kläglich verloren haben. Aber es zeigt sich halt, wenn ein Spiel angepfiffen wird, da haben beide Mannschaften ihr Päckchen zu tragen und beide haben versucht, dies zu lösen. Und
Ich bin sehr froh, dass wir diese schwierige Hürde Sandhausen in dieser nicht einfachen Phase für uns mit 3 Punkten gelöst haben und dass wir nach 3 Spieltagen mit 6 Punkten in der Tabelle dastehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn Sie Fragen an einen oder beide Trainer haben, bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Dann wird Ihnen ein Mikrofon gereicht und dann kann es losgehen. Christian Hoch von Funke Medien. Herr Dutz, Sie haben gerade angesprochen, in einer für uns schwierigen Phase. Was genau meinen Sie damit? Schwierige Phase? Schwierige Phase ist immer dann für einen Verein in VfL Bochum, wenn du so ein Spiel wie in Flensburg verarbeiten musst, ja, weil dann natürlich alles in einen Topf geworfen wird. Dann wird vergessen, dass du ein halbes Jahr lang quasi kaum Pflichtspiele verloren hast. Dann baut sich natürlich so ein Druck auf, mit dem ich natürlich mit meiner Erfahrung locker umgehen kann. Aber wir haben natürlich auch junge Spieler auf dem Platz. Und von daher, wenn du die ganze Woche gesagt bekommst und wenn du jetzt noch verlierst und das nächste noch und das übernächste und dann ist wieder Horrorszenario, dann musst du erstmal diese Hürde bewältigen gegen einen Gegner, der selber unbedingt 3 Punkte möchte. Und diese Phase ist da nicht ganz einfach, weil wir auch nicht von der Hand weisen können, dass wenn du das Spiel verlierst und mit 3 Punkten dasteht, dann sieht es komplett anders aus wie jetzt. Und deswegen bin ich wirklich froh, dass die Mannschaft unglaublich gefeiert hat. Ich glaube, man hat es nach dem Schlusspfiff gesehen. Also da waren ein paar richtig mit ihren Kräften am Ende. Und von daher war das, glaube ich, wirklich nicht einer unserer schönsten Siege, aber ein sehr wichtiger Sieg. Kilian Gaffrey von der Bild. Herr Dutz, zur Halbzeitpause kamen erste Pfiffe. Die waren nicht zu überhören. Wie haben die Sie wahrgenommen? Wie haben die Mannschaft aufgenommen? Das positiv erwähnen, was absolut positiv war. Die Ostkurve und Block A hat ein unglaublich feines Gespür heute gehabt. War sehr sensibel, dass die Mannschaft auch in der Phase, wo mal Stillstand war, aufgebaut werden muss. Und sie haben wirklich da versucht, da nochmal Stimmung aufzubauen. Ja, ein paar andere haben das nicht für nötig gehalten. Ich finde, das ist meine Einstellung, dass eben jemand, der hinter seiner Mannschaft steht, erst nach den 90 Minuten pfeift, wenn er unzufrieden ist, weil davor ist Sandhausen der Gegner, nicht seine Spieler. Und das baut die Spiel nicht auf, das hilft ihnen nicht. Und deswegen muss ich wirklich Dank sagen an die Ostkurve und Block A, die da versucht haben, dagegen zu halten. Der Nächste bitte, Philipp Rentsch. Zu einer Personalie, Danilo musste vorzeitig ausgewechselt werden. Gibt es da schon irgendwas Näheres zu? Also es sah verletzungsbedingt aus, auch wenn sie Timo Pertl dann sehr, sehr schnell herbeigeholt haben. Und Bobby Cruz hat man dann in TV-Aufnahmen gesehen, war nicht ganz so zufrieden nach seiner Auswechslung. Gab es da noch irgendwie einen Vorfall oder bewerten? Tatsächlich, glaube ich, ganz Körperproblem nachher, seine Rippe wieder, da wurde er gegen Duisburg schon ausgewechselt, hat es wieder erwischt. Dann ist er, glaube ich, so viel gelaufen, dass auch die Wadenmuskulatur zugemacht hat und es war gut, dass Timo gleich reinkam. Er hatte dann, das darf man nicht unterschätzen, musste von 0 auf 100 und hatte gleich ein Sprintduell hier auf der linken Seite über 30 Meter, wo er gerade noch hinkam. Und das sind so kleine Dinge, wo ich den Spielern immer wieder sage, da hast du mit dafür gesorgt, dass wir 3 Punkte geholt haben. Ja, Robby war sauer, dass er ausgewechselt ist. Robby kann ich in der 95. Minute auswechseln, beim Stand von 4-0 ist er sauer. Gut, ist so, gibt manche so Spieler, die ständig sauer sind, wenn sie rauskommen. Ich habe unser 1-0 gesehen, ich habe gewusst, wie wichtig das zu 0 ist. Und für mich war wichtig, die Seite defensiv zu stabilisieren. Und da geht natürlich dann die persönliche Befindlichkeit, muss dem Mannschaftsziel natürlich erstmal hinten anstehen. Weitere Fragen? Christian Hoch. Vielleicht doch nochmal zu dem Aspekt, dass Sie gesagt haben, das war eine schwierige Phase und Sie sind erleichtert. Ist dann auch jetzt bei Ihnen so ein Stein vom Herzen gefallen oder Erleichterung zu spüren? Das heißt, dass der Druck da so ein Stück weit abgefallen ist, von Ihnen persönlich auch? Ich weiß nicht, welchen Druck ich spüren sollte. Also da bin ich jetzt zu lang dabei, als dass ich nach einem halben Jahr mit 4 Pflichtspielen, die du gerade mal verloren hast, Druck empfinden würde. Also dann wäre ich der Falsche für diesen Verein. Ich glaube, der Verein braucht, das hat das letzte Jahr gezeigt, eher einen, der mit Druck umgehen kann und der ruhig und souverän ist. Und wenn ich jetzt hier sitzen würde, wie ein, ja,
wie ein völlig unerfahrener Trainer und bei der ersten berechtigten Kritik nach dem DFB-Pokalspiel Druck verspüren würde. Ja, ich habe versucht, Ruhe auf die Mannschaft auszustrahlen. Ihr gesagt, wir werden nicht schlechter, sind keine schlechtere Mannschaft, weil wir gegen Flensburg verloren haben. Aber wir sind noch nicht rund in der Saison. Und das hat auch Gründe, warum wir noch nicht rund in der Saison ist. Ja, weil uns natürlich in unserem System zumindest ein Kreativspieler fehlt und die anderen natürlich erstmal reinfinden müssen, wie in Milos, wie in Maxim Leitsch, der letztes Jahr nicht gespielt hat, wie in Tom Weiland. Ja, das sind eigentlich alles Spieler, die sich auch mal finden müssen. Und von daher bin ich sehr froh. Aber persönlich habe ich relativ wenig Druck verspürt. Kian Gaffrey hakt nochmal ein. Es gab ja Phasen, gerade in der ersten Halbzeit, so zwischen 25. und 35. Minute, wo die Mannschaft richtig gedrückt hat. Das kam auch nochmal, als sie aus der Kabine rauskam, mit viel Schwung hinter sich erst und dann fällt das Tor. Woran liegt das dann, dass die Mannschaft sich in den letzten 15 Minuten nochmal so richtig einigelt und zurückzieht? Weil ein 1-0 über die Zeit bringen ist wichtig, klar, aber kann ja nicht der Anspruch sein. Lieber nochmal das 2-0 machen, oder? Das ist im Fußball ganz normal. Wir können ja den Kollegen befragen, was seine Maxime war in der letzten Viertelstunde. Hinten absichern? Nein, die öffnen natürlich mit dem Risiko, das Zweite zu kriegen. Das bedeutet, wenn Außenverteidiger aufrücken, außer Innenverteidiger alle aufrücken, dann kannst du das ignorieren, mit drei Stück vorne stehen bleiben und hoffen, dass du in Unterzahl kein Tor kriegst. Oder du musst dich der veränderten Situation stellen und halt verteidigen und versuchen, über das Konter ins 2-0 zu machen. Ist doch vollkommen normal, dass wenn du 1-0 nur vorne liegst, dass der Gegner alles nach vorne wirft und du nicht einfach so tun kannst und ignorieren kannst und sagen kannst, dann machen wir nicht mit und wir spielen fleißig nach vorne. Und wir haben letztlich dann den Lattentreffer zugelassen, da hat man sehr viel Glück gehabt. Aber meistens ist es so, dass du dann, wenn du in Rückstand bist, alles nach vorne werfen kannst. Ab und zu gelingt dir das Tor zum Schluss, meist nicht. Das geht uns so, das geht 1000 so. Der in der zweiten Liga vorne liegt, hat in der Regel, nicht immer, aber in der Regel einfach das Heft in seiner Hand. Weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Bedanke mich fürs Erscheinen, den Gästen aus Sandhausen guten Weg nach Hause. Und wir sehen uns erst hier wieder am 16. September, wenn der FC Ingolstadt zu Gast ist.